Was benötigt man als Trader für den langfristigen Erfolg? Wäre eine Frage, die Sie sich jetzt mal hier im Auditorium oder als Zuschauer mal zu Hause stellen. Und dann die Kernfrage, haben Sie sich die schon mal gestellt? Ja? Also, was bräuchte ich, um langfristig Erfolg zu haben? Und bin ich mir überhaupt im Klaren dazu, was dazu notwendig ist? Habe ich mich mit dieser Frage schon mal beschäftigt? Weil, das trifft das von vorhin. Die Werbekampagnen sind ja nur noch größer und mächtiger nach dem Motto schnell reich werden an der Börse. Ja? Dass das natürlich nicht geht, weil dann werden wir es alle, dann wird es auch kein Hartz IV geben. Dann denke ich mal, wären wir alle im Schlaraffenland und jeder bräuchte nur an der Börse kaufen und dann, oder verkaufen, Short Selling und dann wären wir alle glücklich. Dass es so leicht natürlich nicht funktioniert und dass auch die Branche in sich, wie gesagt, auch ein Stück weit Casino-Modelle fährt, macht das Ganze nicht einfacher. Aber man sollte sich eben grundsätzlich mal solche Grundfragen stellen. Und deswegen lasst uns mal auf die Agenda gehen, die ich heute so ein Stück weit mit euch abarbeiten will. Und zwar, wie gesagt, warum eigentlich traden? Langfristig schon mal Gedanken drüber gemacht. Dann erzähle ich euch was über unbequeme Wahrheiten. Dann die, ich sage, nenne es mal drei wichtigsten Disziplinen aus meiner Erfahrung heraus, wenn Sie als Trader erfolgreich sein wollen. Ich denke, das wird das interessanteste Thema sein für den, der jetzt Einsteiger ist. Wir haben ja auch hier Gäste, die dann, sage ich mal, recht frisch noch am Markt sind. Sicherlich interessant, insofern gut, dass Sie auch hierher gekommen sind persönlich. Dann noch persönliche Erkenntnisse meinerseits und zum Schluss dann, wie gesagt, noch eine kleine Anekdote zum Pro-Team. Also, Kernfrage, warum eigentlich traden? Ne? Man hört viel, und das ist auch der Charme des Berufes, Freiheit, Unabhängigkeit. Ich brauche eigentlich nur einen Internetzugang und könnte ja auf den Malediven, auf Hawaii, in Norwegen, in Neuseeland, wo auch immer, ich könnte im Prinzip überall leben und handeln, von wo ich will. Also Freiheit, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, das sind so Adaptionen, die man gern mit dem Trading verbindet. Aber die Kernfrage ist eigentlich, ist das auch so umsetzbar? Denn es sind im Vorfeld eigentlich ganz andere Fragen zu klären. Und das sollten Sie für sich auch innerlich mal aufnehmen. Welche Möglichkeiten haben Sie denn überhaupt fürs Trading? Ja, und da habe ich mal drei so Prämissen aufgeführt. Da wären nämlich zum einen zu nennen die zeitliche Prämisse, die finanzielle und zu guter Schluss auch die persönliche. Ja, wir sind alles Individuen. Der Markt ist sozusagen ein Spiegelbild des Kapitalflusses, der Käufer, Verkäufer, der Gier und der Angst, der Hoffnung. Also es ist wie gesagt eine riesige Massenpsychologie, die da abläuft. Und da muss man sich persönlich auch irgendwo einreihen. Aber grundsätzlich zur ersten Frage, gerade wenn Sie eben traden wollen oder einsteigen wollen ins Marktgeschäft, ja, oder zum Beispiel auch mit dem Thorsten Helbig da in Berührung kommen, haben Sie zeitlich überhaupt die Möglichkeit, bei zum Beispiel den Webinaren vom Thorsten teilzunehmen? Das, was elementar wichtig ist, um sozusagen mal zu erlernen, was tut denn der überhaupt, was macht denn der? Also habe ich die zeitliche Voraussetzung. Dann ist auch die Frage, wenn Sie Intraday handeln, Intraday heißt praktisch der Tageshandel im 1-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, 15 Minuten, also in der Regel Trades, die Sie untertags eingehen und auch untertags wieder beenden, das nennt man Intraday-Trading, nichts über Nacht halten oder länger, geht zwar auch, aber in der Regel ist das rein Intraday. Haben Sie überhaupt die Möglichkeit dazu, den Markt im 15-Minuten-Takt zu beobachten oder den Markt im Stundentakt zu beobachten? Oder sind Sie vielleicht eher in der Lage, nur am Feierabend auf die Kurse zu schauen? Dann macht es wenig Sinn, einmal in der Woche an einem Tag da Highspeed-Trading zu machen, nach dem Motto, jetzt habe ich Zeit, jetzt zocke ich im 1-Minuten-Chart. Ein Tag der Woche, der Handelstag hat 5 Tage, das heißt, es fehlen 4 Tage in der Woche, wo Sie theoretisch nicht handeln können. Und genau an dem einen Tag, wo Sie theoretisch Zeit haben, im Intraday-Handel zu handeln, dann darauf zu wetten, dass Ihr System, Ihr Setup und Ihre Psyche auch funktioniert, um dann tatsächlich Geld zu verlieren, Entschuldigung, Geld zu verdienen, führt im Umkehrschluss wahrscheinlich zum Geld verlieren. Ja, das wollte ich damit sagen. Also man muss das zeitlich abschätzen. Welche Möglichkeiten haben Sie? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen auch für mich eine Prämisse heute an Sie da, als Broker zu sprechen, weil wir nicht Interesse daran haben, Ihr Geld da irgendwo aufzusaugen, gegen Sie zu handeln, ins eigene Buch zu nehmen, an Ihren Verlusten zu profitieren. Das ist nicht unser Anliegen. Unser Anliegen ist, dass Sie langfristig Erfolg haben und deswegen auch wichtig, mal sich die Frage zu stellen, wie können Sie denn im Umkehrschluss an den Märkten überhaupt agieren? Also zeitliche Komponente, ganz, ganz wichtig. Welche Möglichkeiten habe ich, den Markt zu beobachten? Ich selbst habe in meiner früheren Entwicklung auch versucht, eine gewisse Kombination zu fahren. Okay, ich hatte hier meinen Rechner der Berufstätigkeit und dann habe ich mich auf den Bürostuhl gedreht und da hinten war mein Laptop und dann habe ich mit Optionsscheinen gezockt. Ganz, ganz früher. Ja, reine Katastrophe. Weil man hatte versucht, zwei Sachen zu verbinden und Trading ist nichts, was man mal so nebenbei macht. Eben hier die Illusion, am Strand zu liegen und mit dem Tablet da seine 1000 Euro zu verdienen, eine völlige Illusion. Wir sehen nachher auch noch ein schönes Bild dazu, wo einem mal klar wird, gegen wen sie eigentlich am Markt auch antreten. Und da ist natürlich ganz klar, dass es eben hier nicht die
die Hippie-Boys sind, die immer mal so eben am Markt immer mal Trades absitzen, sondern das sind eben dann Senior-Trader, die eine jahrelange Ausbildung durchlaufen haben oder Hedgefonds-Manager, die, ich will nicht sagen, über Leichen gehen, aber die im Prinzip nur eins wollen, das ist Profit. Und den geben die mal nicht einfach so an jemanden, der zwischendurch mal sich an den Monitor setzt und oder am Tablet da möglicherweise hin und her wischt und schnelles Geld verdient. Also das muss man sich ganz, ganz klar bewusst machen. Die nächste Frage ist finanziell, auch ein Riesenthema. Und das führt mich dazu auch, Sie sehen nachher auch noch einen Slide, dass wir bei JFD eine relativ große Kundeneinlage im Durchschnitt haben. Viele andere Broker haben relativ kleine Kontengrößen im Durchschnitt. Ich rede hier von Bereichen, das geht bei 500 Euro los, bis ein amerikanischer Broker, da ist die durchschnittliche Kundeneinlage bei 1500 Euro. Schrägstrich ist ein amerikanischer Broker, eigentlich Dollar, aber sagen wir mal 1500 im großen Durchschnitt. Das heißt, es ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Retail-Bereich, ein ganz, ganz kleiner Markt. Und auch wenn Sie mit 1000 Euro hergehen und viel Zeit investieren, dann wollen sie natürlich entlohnt werden. Und das macht ja auch Sinn, dass man, sage ich mal, klein anfängt. Aber wenn Sie, sage ich mal, 20 Stunden in, sind wir im zeitlichen, finanziellen Kontext gerade, wenn Sie jetzt im Monat 20 Stunden Ihrer Zeit investieren, um am Ende, und das ist ja eine enorme Rendite, wenn Sie 10% im Monat machen, theoretisch aus 1000 Euro 1100 zu machen, und Sie haben aber 20 Stunden investiert, dann haben Sie einen Stundenverdienst von 5 Euro. Ja, und da, also da fängt es eben an, auch zu fragen, lohnt sich mein zeitliches Investment? Wenn man längerfristig ein Ziel hat, nach dem Motto, ich habe ein bisschen Kleingeld zum Trainieren und würde dann hinten raus noch durchaus mit größeren Summen agieren, dann mag das gehen. Aber viele Leute haben eben das Problem, sie zahlen mit kleinen Summen ein und wollen praktisch natürlich schnell belohnt werden. Und werden dann auch teilweise medial eben dahingehend geimpft, nach dem Motto, okay, 100% in einem Monat, 10.000% in einem Jahr, eine Vervielfachung. Gehe ich nochmal auf die binären Optionen ein. Von heute auf morgen Millionären, 250 Euro einzahlen, in 3 Jahren sind sie Multimillionär. Das ist ja ein Riesenfarce. Allein bei sowas muss man schon die rote Fahne aufgehen und sagen, das darf ja gar nicht sein. Neben dem, dass der, der die binären Optionen aufgibt, grundsätzlich gegen sie handelt. Es gibt keinen realen Markt dafür. Also das heißt, das sind alles Produkte, die der Broker selber erstellt oder der Händler oder welche Option auch immer. Und der verdient an ihren Verlusten. Ja, das heißt, wenn Sie das Geld verlieren, in dem Fall, dann partizipiert er daran. Und das ist ja eine Riesenkrux. Also, nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Finanziell. Man kann mit kleinen Summen anfangen, man kann auch mit Demogeldern anfangen, aber hat man dann auch die Perspektive für die Zeit, die man da aufbringt, da wirklich langfristig auch dann daraus zu schöpfen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man durch die Börse Geld verdienen kann und sich sozusagen ein Hobby schafft, was nicht nur Geld kostet. Anekdote an dieser Stelle, die meisten Hobbys kosten Geld, sei es Kunst, sei es Auto, wobei bei Kunst hat man auch Wertsteigerung. Aber grundsätzlich, die meisten Hobbys, das wissen wir alle, kosten viel Geld. Ja? Und die Börse ist theoretisch gesehen für viele Einsteiger auch ein Hobby, wobei da oft vergessen wird, Casino, Zocken, Dschungeltrieb, der Kick an den Märkten, ja, wenn man da so rangeht an die Finanzmärkte, dann ist man eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und das meine ich dann eben, dass das finanzielle Polster bzw. die finanzielle Ausgangsbasis da immer ein Stück weit tückisch ist. Wenn man eben mit kleinen Summen anfängt, verführt das einen dazu, dass man eben beispielsweise 1000 Euro schnell verdoppeln will, ja, um eben 2000 zu haben. Dass das natürlich einer Performance von 100% entspricht und die großen Hedgefonds, ich rede jetzt wirklich über die größten Hedgefonds der letzten 25 Jahre, die machen im Schnitt eine Rendite zwischen 15-20% im Jahr. Und das sind die Big Boys der Szene. Und wenn sie das mal geschafft haben, über so einen Zeitraum so viel Geld zu verdienen, kontinuierlich über 10%, da gehören sie schon zu den Top-Anlage-Universen der Welt, wenn sie das schaffen würden. Und wenn da jemand herkommt und sagt, er macht jedes Jahr 100%, das ist ja eine Riesenillusion, würde er nicht schaffen, weil er entsprechend dem Risiko, um 100% zu verdienen, das, was er da eingeht, irgendwann kommt der Drawdown, das werden wir heute auch mal kennenlernen, und dann ist das Risiko, was er fährt, einfach zu hoch. Natürlich kann er über eine gewisse Zeit wirklich große Rendite machen, aber immer unter dem Vehikel eines größeren Risikoeinsatzes. Und das führt dann eben dazu, dass der unterm Strich zu viel riskiert und die schöne Rendite auch mal schnell zusammenbrechen kann. Also stellen Sie sich die Frage, ob das finanziell wirklich Sinn macht. Und wenn es Sinn macht, ja, mit kleinen Summen anfangen ist okay, aber irgendwann dann auch lieber mit einer anständigen Summe anfangen und dann ein schönes Risk- und Money-Management betreiben, was zum Beispiel heißt, Sie sollten nicht mehr als 1-2% pro Trade an Risiko eingehen. Ja, das heißt, wenn der Trade schief geht, dann verlieren Sie 1-2% Ihres Eingangskapitals und dann ist gut. Wenn Sie mit kleinen Summen anfangen, dann ist man geneigt, 10% zu riskieren oder 20%, weil die Kapitalsumme eben so klein ist und man eben was rausholen will. Dann sagt man sich, okay, dann riskiere ich jetzt mal eben 10% pro Position. Das geht ein paar Mal gut und es geht zweimal schief und dann sind schon 20% vom Eigenkapital weg.
Und das ist eben was, wo man sagt, man muss da finanziell ins Terrain gehen. Und der Witz ist, die Leute, die kleine Summen einzahlen, 1000 Euro zum Beispiel, die zahlen fünfmal 1000 Euro ein in der Regel. 1000 Euro eingezahlt, weg. 1000 Euro eingezahlt, weg. Und das ist das Prinzip der Dealing Desks und Market Maker. Die wissen, dass das passiert und das Geld geht bei denen in die Bücher. Ist ihr eigener Profit. Wie gesagt, wir dürfen kein Market Maker betreiben. Bei uns läuft das auf einer anderen Basis ab, sage ich noch was zu. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass denn warum nicht lieber gleich eine anständige Summe und eben vorher mit der Thematik auseinandergesetzt, dass ich eben keine großen Summen riskieren will, weil Verlustgeschäfte gehören zur Börse dazu. Und das ist psychologisch gesehen sicherlich die größte Herausforderung, weil wenn Sie anlegen, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie falsch legen, zu 50% erstmal grundsätzlich gegeben ist und Sie mittel- bis langfristig auch durchaus mal Verlusttrades erleiden werden. Der Mensch ist aber nicht dazu gebaut, evolutionär gesehen, eine Ohrfeige zu kassieren. Ja, wenn Sie einen Verlust machen, kriegen Sie eine Ohrfeige vom Markt. Sie lagen falsch. Das ist aber völlig legitim. Damit muss man aber klarkommen und das muss man auch im Kontext seiner finanziellen Ausgangsbasis sehen, weil wenn Sie 1000 Euro haben und Sie verlieren eben 10%, 20%, 30%, dann ist das eine Riesenohrfeige. Anstelle, wenn Sie 1%, 2%, 3% verlieren. Ja, also die finanziellen Rahmenbedingungen einfach mal abstecken und verwirklichen oder verinnerlichen vielmehr. Dann kommen wir zum nächsten Punkt persönlich. Riesenthema. Also jeder Mensch ist, sage ich mal, von der Psyche her schon mal anders gebaut oder strukturiert. Es gibt die Leute, die brauchen den Kick, das schnelle Traden, die brauchen den Minutenchart, die brauchen immer Abwechslung. Dann gibt es wieder mehr, die sind zurückgelehnt, die wollen sich nur den Tageschart angucken, ein Stück weit ruhiger. Dann geht es auch darum, bewege ich mich in meinem Umfeld überhaupt in Bekanntenkreisen, Verwandtenkreisen, bei Marktteilnehmern, die verstehen, was ich da als Hobby habe. Ja, es wird ja immer, wie gesagt, viel verschrien nach dem Motto, jetzt handelt er da an der Börse und spekulativ und auch, darf ich das überhaupt machen? Nehmen Sie ruhig Platz. Da, servus. Da ist natürlich der Punkt, dass das immer wieder aufkommt. Aber man muss sich persönlich natürlich klar werden, dass das natürlich alles zur Psychologie dazugehört. Und unterm Strich kann man dann wirklich Gefahr laufen, wenn man die ganzen Punkte in den Kontext wirft, dass man sich am Ende keinen Gefallen tut, wenn man an den Märkten agiert und in einem falschen Timeframe unterwegs ist oder dann auch beispielsweise von seiner Frau jedes Mal mit Löffel einen überkriegt nach dem Motto, jetzt hast du schon wieder 100 Euro verloren. Das heißt, das persönliche Umfeld muss wirklich schon mal geklärt sein. Und Börse kann als Hobby anfangen. Das Fantastischste ist es, wenn man es dann zur Berufung macht. Nochmal Anekdote hier vielleicht für den Thorsten Helbig, der sich heute leider entschuldigen lässt. Ich werde aber viele, viele Grüße bestellen. Freue mich auf jeden Fall, dass einige gekommen sind. Thorsten hat genau solche Erfahrungen machen müssen, ja, aber er hat es auch in ein Umfeld gepackt dann für sich, wo es funktioniert hat. Er hat am Anfang auch Schiffbruch erlitten, ist wieder aufgestanden, hat den Staub weggewischt und hat weitergemacht. Da muss man aber auch fähig dazu sein. Deswegen jeder mal in sich hereingefragt, persönlich komme ich überhaupt damit klar, auch Verluste zu machen. Ja? Adaptiert das, was ich vorher hatte. Kleine Verluste sind okay, kann man psychologisch besser verarbeiten als große, was wieder von der Kontogröße abhängt. Und das wiederum im Kontext dessen, habe ich zeitlich überhaupt die Möglichkeiten, so viel zu handeln? Das sind Fragen, die müssen Sie für sich erstmal wirklich beantworten, um dann sozusagen einfach mal für sich erstmal die Frage zu beantworten, warum eigentlich traden? Ja? Kann ich das langfristig für mich? Wie gesagt, es gibt auch das Buy-and-Hold-Prinzip der Aktien und ich sagte im vorigen Webinar oder Seminar vielmehr ja schon, freuen Sie sich auf die diesjährige WOT, da werden wir ein schönes Highlight anbieten, sozusagen ein Launch eines Projektes, was wir bei JFD schon lange im Fokus haben. Das werden wir, wie gesagt, ein Stück weit bekannt geben und breit machen, auch um Ihnen als Trader sozusagen da eine Hilfestellung zu bieten. Neben dem, dass wenn man eben hier bei der Frage-Antwort-Geschichte, die wir gerade hatten, eben dann doch nicht jeden Punkt mit ja, kann ich, ja, mache ich, ist genau mein Ding, beantworten kann, eben trotzdem am Markt aktiv sein kann, um eben da nicht abgeholt zu werden oder schlussendlich sein ganzes Geld zu verlieren. Wichtig, wichtig.